Die Spritpreise zurzeit sind extrem hoch, aber wir von DonauTV, wir sind jeden Tag in der ganzen Region unterwegs und müssen wir dementsprechend natürlich auch oft tanken. Warum die Preise zurzeit so hoch sind und wann es endlich wieder besser wird, ja, das versuchen wir jetzt mal herauszufinden. Es boomt an den Tankstellen. Während unserer Dreharbeiten sind die Zapfsäulen stark ausgelastet. Und das, obwohl manch einer beim Blick auf die Preistafel sicher lieber einfach vorbeifahren würde. Seit Wochen sind die Kraftstoffpreise alles andere als schonend für den Geldbeutel. Aber warum? Das liegt an den Lieferengpässen, dass die Schiffe nicht auf der Donau fahren können. Und eigentlich an dem, dass in Vohburg die Raffinerie explodiert ist. Und das ist halt die Situation. In Vohburg ist das meiste Diesel und Heizöl produziert worden. Und die haben jetzt Stillstand. Anfang September hat sich die Explosion in Vohburg bei Ingolstadt ereignet. Laut Schiller habe das dazu geführt, dass Speditionen teilweise bis nach Zwickau fahren müssen, um Diesel zu bekommen. Diese zusätzlichen Fahrt- und Wartezeiten würden nicht nur zu erhöhten Preisen führen. Viele Tankstellen hätten sogar mit Lieferengpässen zu kämpfen. Diese Gründe sind für den ADAC jedoch nicht nachvollziehbar. Das Niedrigwasser kann durchaus eine Begründung für ein bisschen höhere Preise sein, aber nicht in dem Umfang, in dem wir jetzt erhöhte Preise erleben. Wir gehen davon aus, dass die Preise einfach deutlich überhöht sind und letzten Endes ist es natürlich der Gewinnerzielungsabsicht der Industrie zu verdanken. Die Tankstellenpächter vor Ort sind in jedem Fall nicht für die Preisentwicklung verantwortlich. Denn wie viel Geld pro Liter Benzin oder Diesel bezahlt werden muss, bestimmt der Konzern in der Zentrale. Es hat geheißen, Februar, März wird es wieder besser, dann liefert die Raffinerie in Vohburg, ist dann wieder so weit fertig, dass die wieder Diesel und Heizöl liefern können. Aber bei Heizöl haben wir ja auch einen utopischen Preis von 1 Euro pro Liter. Und bis dahin? Durchhalten, sparen. Doch was heißt sparen? Gibt es da Tipps für die Verbraucher? Es ist fast jeder Tag gleich. Es gibt nur zu gewissen Uhrzeiten gibt es ein paar Preiserhöhungen. Wenn man ein bisschen am Markt beobachtet, dann sieht man, es ist in der Früh immer wird erhöht, mittags und abends immer um eine Stunde. Und da sollte man es halt ein bisschen vermeiden, dass man da tanken muss. Laut Robert Weber sind die Kunden in den letzten Wochen vorsichtiger und versuchen, Kraftstoff zu sparen. Doch was passiert, wenn der Tank dann doch leer ist? Wann und wo wird aufgefüllt? Ich tanke halt dann, wenn ich muss. Ich schaue schon nach der Zeit. Heute vorhin bin ich durch vorbeigefahren. Wäre eine Stunde oder was her gewesen sein. Da war der Preis noch über 1,60 fürs Benzin und fürs Diesel auch weit über 1,50. Und jetzt ist er wieder da, wo er, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Tage auch ab und zu war. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich her und fahre zum Tanken. Wenn denn eine Uhrzeit? Und ansonsten die Jet ist ja. Also es gibt hier ein paar billige Tankstellen, die halt immer billig sind. Und dann nehme ich die dann. Nein, ich danke eigentlich. Wo ich gerade bin, wenn ich ein Benzin brauche, dann danke ja du. Man überlegt sich, ob man irgendwann mal auf Elektro umsteigt. Um 2 oder wie spät ist es jetzt? Ja, kurz nach 2 ist es am besten. Die Verbraucher achten also schon darauf, wann und wo sie tanken. Die beste Alternative zum Spritsparen: zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Viel zu oft sind wir aber leider eben doch aufs Auto angewiesen. Da hilft nur hoffen, dass die Preise bald wieder fallen.